Oh, ja, wieder Paranoia. Ich bin ein fetter, fetter, fetter Hai. Und Leute. Ey, kann ich dich fressen? Nee, er ist unsichtbar geworden. Oh, yeah. Ich bin ein fetter Hammerhai. Ich bin der Hammer. Und Rochen. Das ist so geil. Die sollen das drin lassen, Mann. Das macht GTA einfach nochmal um 50% spielwerter, für mein Gefühl. Oh, guck mal, die zwei Krüppelrochen hier, die mir folgen können. Ich hätte mein Ziel-Dings einstellen sollen vorher. Ich könnte jetzt meine Kollegas hier zerfleischen. Ich bin ein geiler Hammerhai. Hoffentlich kommt so ein Randy hier runter, aber ohne das Dings. Hoffentlich nicht mit einem scheiß, wie heißt der nochmal da? Stammel, was weiß ich für ein Sprengstoffauto unter Wasser. Boah, hab ich Glück gehabt, dass ich ein Hai geworden bin. Hihi, hihi, hihi. Ich bin ein fetter Matze. Hai. Ein fetter Matze-Hai. Hammer-Hai. Gehen wir nachher mal in eine andere Lobby rein. Ich mach mal eine neue auf. Die Lobby ist broke, deswegen kommt der nicht. Was der für Geräusche macht, wenn ich hier... Hör mal. Lol. Was macht der für bescheuerte Geräusche, bitte? Als wenn der da noch einen im Magen drin hätte, weißt du? Hör mal. Ja. Und die als Rochen unterwegs, Alter, man kennt sie. Die Geräusche. Leute, so tief wie möglich tauchen. Stirbst du wahrscheinlich einfach. Ich will mal, dass hier so ein Randy ins Wasser springt oder so. Das wäre geil. Der denkt auch, wo kommt der Hai her? Ich weiß nicht, als wäre der Furz der Hai, ohne Scheiß. Es ist so gut, Alter. Die Spackos müssen sowas drin lassen, Alter. Oder jede Woche refreshen wenigstens. Das ist so geil. Das rauszunehmen wieder, das ist Schwachsinn. Das macht einfach nur Bock. Einfach nur Spaß. Das haben wir aber ganz was anderes hier. Gut, hier gibt es ja noch mehr als genug Pflanzen unter Wasser. Wir tauchen jetzt einfach mal und gehen in eine neue Lobby, damit die anderen auch beitreten können. Der geht nicht weiter runter, ne? Ne. Ich bin die ganze Zeit auf Höhe von diesem Fels da. Ich schwimme jetzt einfach an Land und dann gehe ich in die andere Lobby. Die anderen. Damit die auch mit uns hier rumschwimmen können. Die Kamera geht nicht über Wasser. Oh. Okay, wenn die Kamera über Wasser geht, das ist ein Problem. Er ist einfach ein Fisch nur. Du hässlicher Fisch. Na komm, dann wenn ihr das genommen habt, nehmt ihr das auch. Es gibt ja noch eine ganze Menge von den Dingern im Wasser. Paranoia. Oh nein, jawohl, Alter, ich hab's wieder hier, weißt du? Ich bin ja so ein fetter, weißt du, ein Killerhai, Killerwal oder so, ne? Wie heißen die Viecher? Ja moin, ey. Ein Orca, ne? Irgendwie sowas. Du kleiner Fischi. Oh, lecker. Ja moin, ich auch. Sorry, dann. Ah, Johnny ist jetzt auch drin. GTA hat wieder Anfälle, man kennt's, aber. Kommt zu mir, meine Freunde des Meeres. Gesellt euch zu uns Menschen. Werdet Teil der Natur. Hört auf, euch gegen die Natur aufzulehnen. Blöde ist ja, hier unter Wasser ist nichts, was man. Ah. Killen könnte, ne? Unter Wasser lebt ja gar nichts. Er ist einfach. Was ist der da denn für ein Fisch? Was ist das für eine Sorte Fisch? Ein komischer Fisch da, Alter. Oh, beste Freunde. Oh, ey, spiel mal Minecraft. Marius, vielen Dank für dein Follow. Guck dir mal an hier, Alter. Was ist das für ein komischer Fisch? Guck mal, er wird. Er ist einfach ein Hai. Hä? Warum bin ich tot? Was soll das denn? Hat er mich einfach angegriffen, der Idiot? Lost, der Typ. Einfach lost. Als ob ich jetzt einfach gestorben bin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Haben sie wieder erfolgreich hingekriegt alles. Man kennt sie.
Dein Ernst? Jetzt sag nicht, ich hab den kleinen Fisch getroffen. Jetzt sag nicht, ich hab dich, kleine Kackforelle, getroffen oder was du da warst. Ich werd behindert im Schädel. Er hat einfach getroffen. Man kennt ihn. Oh, sorry, Spike. Also, das war ja, ne? Also, das hat er nicht versehen, Alter. Ich hab einfach so einen kleinen Fisch getroffen. Eben ist da aber Absicht, Kappa. Profi. Da hab ich einfach Spike weggeschossen, Alter. Snackosaurus wieder am Start. Ja, vielleicht kann man sich auch in so einen Snackosaurus verwandeln hier, ne? So, jetzt müssen wir wieder lauschen, ob wir McKecko-Fisch-Ding-Dong hören hier. Ich hör's schon. Ich bin einfach der... Ach. Ja, moin, jetzt bin ich auch ein Rochen, man kennt's. Bin ich so ein tiefenentspannter Rochen. Oder Manta, wie man es will. Doch immer das hier für ein Ding ist. Wieder einfach so Peng macht. Ja, jetzt ist er der Orca, ne? Der macht wieder richtig dumme Geräusche. So Ersaufgeräusche. Noch ein Orca, ihr Arschlöcher, ich war auch so ein schöner Orca. Wenn der jetzt auch zum Orca wird, ne? Dann werde ich zum Ork. Peff, paff, paff, paff. Ah, ein Kumpane. Sehr schön. Noch ein Kumpane. Ja, Mann, das Rochentrio, man kennt sie. Ich bin ein geiler Rochen. Rochen. Rohren. Ja, ich kann man ja hier als McFish, Alter, schon die nächste Pflanze suchen. Schade, dass es hier nur diese normalen Fische gibt, mit denen man überhaupt nichts machen kann. Die sind im Grunde nur 2D-Verarschen, glaube ich sogar. Die Unterwasserwelt, ach allgemein, ne? Schade, dass es keine richtige Tierwelt gibt hier online. Ich hoffe, GTA 6 hat auch wieder eine geile Unterwasserwelt, wo auch dann wirklich Haie und so online rumschwimmen und natürlich oberhalb auch Tiere rumlatschen. Das wäre einfach mal too nice. GTA macht keinen Sinn gerade. Ja, die Server sind immer so ein bisschen behindert. So doof. Wobei die ja eigentlich mehr am Meeresgrund sind, ne? Es wäre lustig, wenn man sich hier so einbuddeln könnte. So. Die chillen ja gerne, die graben sich ja gerne so ein bisschen im Sand ein und alles. Jetzt bin ich der übelste Hardcore-Roche, Alter. Scheiß mal auf GTA RP als Mensch, Alter. Ich gehe auf den RP-Server als Roche, Alter. Als Rochen. Manta-Rochen, ja. Moin, ey. Ich glaube, ich entroche mich mal und fliege zu dem Ding da oben hin. Roche, le Mönchen. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.